Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Aber er hat nicht gesagt, dass der Mond, wie vielleicht das Jenseits aussehen würde. Herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Herzlich willkommen beim Finale. Und wir sind im Mond drin. Was zur Hölle hat das hier zu bedeuten? Und hier spielen auch noch Kinder. Da sitzt mit Majora's Mask. Da ist ein Speicher. Wir speichern erstmal. Was geht hier ab? Und diese Masken, das sind doch die Götter, denen wir gerettet haben, oder nicht? Was zur Hölle geht hier ab? Wir sprechen einfach mal mit einem. Und zwar mit dir. Halt, stehen geblieben. Ach, schönes Wetter. Findest du nicht auch? Masken. Hast du viele davon? Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, Masken. Die Masken. Gib mir welche. Okay. Dann nimm die viel Maske. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken. Lass uns anfangen. Also gut. Ich verstecke mich. Ja. Und da sind wir beim großen Finale von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Und zwar sind das jetzt alles optionale Quests. Zur Erklärung erstmal. Wir sind jetzt im Mond drinne und wollen jetzt das große Finale machen. Hier laufen jetzt diese vier Kinder rum, die Masken von den Göttern besitzen, die wir gerettet haben in den vier Dungeons. Und in diesen vier Dungeons, ja, ist auch jetzt nicht mehr die Zeit, wie man, denke ich, mal unten sehen kann. Also die Zeit ist jetzt weg. Und hier sind jetzt Mythensteine. Sollte man zum Beispiel eine bestimmte Quest jetzt nicht gefunden haben. Also manchmal bekommt man ja im Spiel gar keine Hinweise zu dieser gewissen Quest. Diese Hinweise bekommt man hier. In dieser Quest findet man, also es gibt hier sozusagen vier Dungeons. In diesen vier Dungeons befindet sich jeweils immer ein Herzteil. Und man muss diesem Kind Masken geben. Diese Masken werden von Mal zu Mal mehr. Also das erste Kind will eine Maske, dann am Ende möchte es noch eine Maske. Beim zweiten Dungeon braucht das Maskenkind zwei Masken und am Ende braucht es nochmal zwei Masken. Und so geht das halt bis zum vierten hoch und man braucht am Ende alle Masken. Sollte man alle Masken abgegeben haben, bekommt man etwas Spezielles, worüber ich jetzt noch nicht spoilern möchte, aber es ist etwas Bekanntes aus der The Legend of Zelda Geschichte. Und man braucht jetzt auch seine Verwandlungen, um dieses hier alles zu bestehen. Ich möchte versuchen, alle Herzteile zu bekommen. Und hier kann man tatsächlich nochmal einen kompletten Container bekommen. Also im kompletten Spielverlauf kann man insgesamt 19 Herzen erhalten. Hier bekommt man noch den letzten Container. Ich muss nur überlegen, wo war das erste Herz? Genau da vorne ist es. Ah! Diese Abschnitte sind hier auch übrigens unterschiedlich schwer. Ich finde tatsächlich den zweiten Abschnitt am schwierigsten. Der hier gehört noch zu einer der einfacheren Abschnitte. Man sieht ja hier, was man hier machen muss. Ich werde alle vier Abschnitte machen, um alle Masken abzugeben. Weil ich habe ja alle Masken im Spiel gesammelt. Um euch. Ja, das war knapp. Um euch alles zeigen zu können. Ja, wenn ihr sagt, boah, ich habe ja nicht alle Masken und ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das jetzt nicht mit den Masken. Man braucht auch übrigens nur, lass mich überlegen, 1, 3, 6, 10 Masken braucht man insgesamt, um auch alle Herzteile zu sammeln. Also wenn ihr sagt, scheiße, jetzt schaffe ich das ja nicht.
Aber ihr könnt trotzdem den Container zusammenstellen, also diese vier Herzteile zu finden. Könnt ihr auch machen, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt nur 10 Masken. Es zählt übrigens nur die Masken, die ihr im Laufe dieses Spiels auch gefunden habt. Also diese Hauptmasken, hier zum Beispiel der Deku hier, den könnt ihr übrigens nicht abgeben. Also die zählen nicht dazu. Nur die Masken, nur die anderen Masken. Wie zum Beispiel die Maske der Giganten gehört jetzt auch noch dazu, zu dieser Random-Maske. Wenn ihr sagt, ich möchte nur die Herzteile sammeln, dann könnt ihr das machen, weil ihr jetzt sagt, ich habe jetzt nicht alle Masken gesammelt. Könnt ihr machen. Dafür wird euch das Spiel schon nicht umbringen. So, der Teil hier ist übrigens ziemlich schwer, wie ich finde. Da muss man nicht perfekt timen. So, und zwar jetzt. Vorsicht, schnell rein. Ah, ich muss dann auch da drüben hin. Danach muss man darüber fliegen. Das ist im First Try fast gar nicht zu schaffen. Also, ich werde hier wahrscheinlich auch den ein oder anderen Try brauchen. Oh, ich hasse es! Das geht mich auf den Sack bei diesem Spiel. Ich werde versuchen, in dieser Folge zwei von den Dingern zu schaffen. Das ist jetzt eigentlich mein angestrebtes Ziel. Und also wir machen jetzt in diesen zwei Parts, machen wir, also in dieser ersten Folge werden wir Mann, den ersten und den zweiten Dungeon machen und in der nächsten Folge machen wir dann den dritten und den vierten Dungeon und im letzten Part geht es dann zum Finale. Auch wenn ihr jetzt sagt, oh verdammt, Alter, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr, diese Herzteile zu sammeln. Müsst ihr nicht machen. Ist optional. Also dieses Ding hier ist alles optional. Also ihr müsst das hier nicht unbedingt machen. Ihr sagt, darauf habt ihr jetzt keine Lust. Und zwar habt ihr doch gesehen, da sitzt Majora's Mask. Ich zeige euch das, wenn ich mal hier, irgendwann mal hier draußen sein sollte. Zeige ich euch später. Genau, ich erkläre euch das später, wenn wir hier draußen sind. Und hopp. Ich hasse diese Steuerung, weil manchmal, ich habe ja schon öfters gesagt, dass bei mir irgendwie hier ein Bug ist, vor allem im Let's Play Spielstand, dass ich, wenn ich auf A drücke, manchmal der sich ja nicht rausportet. Also fliegt. Jetzt fliegt er mal. Sieht knapp aus, aber sollte passen. Da haben wir auch das erste Herz da. Es wird trotzdem kniffliger. Man sollte jetzt nicht zum Hauptding da fliegen, weil da stirbt man zu 99%. Man sollte lieber darüber fliegen und die sichere Schiene spielen. Hier, ich kann jetzt zum Beispiel mal mit den Asi sprechen, ansehen. Ich fühle mich als, ja. Man könnte jetzt hier die Maske der Wahrheit einsetzen und dann würde man eine Info bekommen, wo man jetzt zum Beispiel eine Maske findet. Im Laufe des Spiels. So, reinporten. Oh, ich hoffe, Link fliegt jetzt gleich. Boah, der kam auch ein bisschen lame raus, ne? Boah, ey, das war knapp. Warum ist der jetzt gerade so langsam rausgeflogen? Ich glaube, man muss ihn immer als Link ansprechen. Du hast mich gefunden. Ansonsten sagt die Maske, ja, du bist doof, geh weg. Du hast mich gefunden. Ich brauche mehr Masken. Hier, Bremer Maske. Dankeschön, du bist nett. Und jetzt haben wir hier das Spiel der Maskierten erledigt. Und wir sind jetzt Freunde. So. Solltet ihr jetzt aber sagen, boah, Alter, darauf habe ich gar keine Lust, auf diese dämliche Quest. Ich will jetzt eigentlich doch nur zum Finale, zum finalen Boss, Alter. Ich habe jetzt darauf gar keine Lust. Wenn ihr das tatsächlich machen wollt, und zwar sitzt hier Majora's Mask. Solltet ihr mit Majora's Mask jetzt reden, dann könnt ihr zum großen Finale des Spiels und könnt direkt den Endboss-Fight machen.
Für die Leute, die aber sagen, boah, Alter, ich möchte jetzt aber noch alles erkunden und alles noch machen. Ich habe jetzt auch die ganzen Masken nicht umsonst gesammelt. Dann könnt ihr das hier machen. Ach, schönes Wetter, findest du nicht auch? Masken? Hast du viele davon? Bist du auch ein Maskenhändler? Dann gib mir Masken. Ja. Ah, scheiße, das ist der falsche, ne? Das war doch... Das Fischgesicht. Das Fischgesicht. Bleib stehen, Fischgesicht. Du warst der zweite Dungeon, oder? Ja, der war der zweite Dungeon. Nee, der Krone, oder? Hä? Nee. Der Krone. Du, da ist einer. Das ist der andere, als ich... Da ist er. Da, das ist der zweite Dungeon. Hat sich der zweite Dungeon einfach versteckt, Alter. Der braucht nämlich zwei Masken. Hier kriegst du die Maske. Und die zweite Maske. Und dann geht's auch schon los. Die Maske verfällt aber jetzt nicht. Ja, das ist übrigens das Hässlichste. Das ist so hässlich. Ich würde euch empfehlen, jetzt Chateau Romagna einzusetzen. Und zwar für die ganzen Tage. Ihr seht jetzt, dass die Leiste von der Magieleiste jetzt komplett blau ist. Das bedeutet, dass die Magieleiste jetzt niemals zu Ende geht. Niemals. Also es ist egal, wie oft ihr jetzt Magie einsetzt. Die Magie bleibt jetzt bis... solltet ihr jetzt die Zeit zurückporten, ich glaube, das geht gar nicht. Dann solltet ihr jetzt die Zeit zurückporten, dann verschwindet das. Aber für den finalen Fight und für das große Finale hier könnt ihr tatsächlich das jetzt machen. Ah. Ich glaube, Herzen verliert man nicht bei diesem Scheiß. Nein, okay. Weil das hier ist ziemlich asozial. Ihr seht gleich warum. Und zwar befinden sich hier Kisten. Und man muss perfekt darüber springen. Und glaubt mir, es ist so asozial. Es ist so asozial, Digga. Das ist tatsächlich auch das hässlichste Herzteil und auch die hässlichste Quest. Die anderen, also das, was wir gerade eben noch gemacht haben, war noch ziemlich chillig. Aber das hier ist einfach nur höchst asozial. Also man muss hier perfekt, man muss hier mit Bande spielen und... Ah, glaubt mir, ich habe im Privatspiel hier wahnsinnig viel Zeit verbraucht und ich glaube, das werde ich auch hier im Let's Play machen. Sollte es natürlich zu lange dauern, dann werde ich schneiden, aber... Und euch den finalen Versuch einblenden, weil ich brauche hier immer ziemlich lang, weil das einfach nur asozial ist, wie ich finde. Und ziemlich nervtötend. Oh Mann, Alter! Es gibt auch überall Porter, also solltet ihr jetzt... Ihr könnt runterspringen unter euch. Da sind, wie gesagt, Porter. Die bringen euch zurück zum Anfang. Da, den da, dieses komische Auge, das sind Porter. Die bringen euch zurück zum Anfang, aber ihr könnt natürlich auch in die Hölle fliegen. Geht natürlich schneller. So. Genau diesen Porter meine ich. Der dauert halt nur ewig und 3 Tage. Portet euch aber ziemlich gut hin, wie ich finde. Aber wie gesagt, das ist... ziemlich asozial hier. Ich mag das hier nicht. Sollte es auch zu lange dauern, dann werde ich meine Klappe halten. Oh, ich hasse es. Verfluche diese Quest. Vor allen Dingen, komischerweise, der geht irgendwie so nach links und rechts ständig. Ich kann da gar nichts dafür, obwohl ich gerade ausdrücke, geht der irgendwie so ganz komisch nach oben. Also nach links und rechts. So, boah, meine Fresse.
Wir haben erstmal den ersten Teil geschafft. In den ganzen Krügen ist übrigens Magie, also nicht, dass ihr sagt, boah, scheiße, Alter, jetzt schaffe ich das gar nicht. Von der Magieleiste her. Weil dieses Drehen kostet ja Magie. Das portet mich zum Anfang zurück. Hier kommt ihr instant zum Endraum, aber wir wollen ja alle Herzteile sammeln. Ich muss jetzt nur gucken, wo es jetzt weitergeht. Kriege ich so viel Schwung? Ich muss darüber. Man muss das übrigens mit der Rolle machen. Na, da drüben geht's weiter. Oh, da muss ich die Kurve perfekt bestimmt nehmen, oder? Wo bekomme ich so viel Schwung her, dass ich da so viel Speed aufnehmen kann? Wie weit kann ich gehen? Ich stelle mich mal hier hin. Nein. Reicht das? Gut. Haben wir den Quatsch schon mal geschafft, aber ich glaube, jetzt braucht man richtig viel Anlauf, ne? Um da rüber zu fliegen. Ach ja, okay, hier, von hier aus kann ich es auch machen. Ich glaube, da hinten sind aber auch noch Kisten, an denen man abprallen kann. Wenn man übrigens einmal runterfällt hier, dann darf man den ganzen Käse übrigens nochmal machen. Nein. So. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, dass die Kamera in dem Spiel sehr doof ist, dass sie so ein bisschen schräg ist. Das erschwert auch diese Quest ungemein. Nein! Oh, ich bin genau runtergefallen. Ich habe gedacht, ich schaffe es, aber ja, wie ihr seht, sind wir wieder ganz am Anfang. Und es gibt keine Porter, die einen da zurück zum Anfang bringen. Komm, komm, komm. Es ist asozial, ich weiß. Aber ja, man muss es machen. Mann, ich verdrück mich hier ständig. Ich gehe auch hier wirklich so lang, damit ich auch wirklich nicht runterfalle. Das Problem ist, das habe ich schon öfters gesagt in diesem Spiel, die Kamera, dass die sich so komisch schräg zu links stellt. Und das macht das gerade Auslaufen ein bisschen schwer in dem Spiel. Das mag ich nicht. Das ist ein Kritikpunkt, aber eine Wertung zu dem Spiel werde ich auch erst später abgeben. Aber das ist halt ein großer Kritikpunkt in dem Spiel, dass die Kamera, ich finde, ziemlich schräg zu links stinkt. Stinkt? Genau. Und so. Oh, was? Betrug! Mann, Alter, ich hasse diese Kamera. Mann. Oh, fick dich, Spiel. Komm, geh sterben. Einfach rein. Boah, fick dich. Herzteil. Hammers, oh. So, jetzt müssen wir einfach nur noch zum Ziel, Leute. Einfach nur noch zum Ausgang. So. Dann müssen wir jetzt einfach nur noch zu der Tür. Ich wollte das Ding abnehmen. Man weiß ja nie. Nicht aufs Auge treten, das portet dich zurück. Dann versuchen irgendwie diese scheiß Kamera zu richten, die natürlich wieder nicht will. Und dann irgendwie mit Vollspeed darüber. Also schlecht sieht's nicht aus. Oh, komm. Mach die Scheißtür auf. Nimm deine Scheißmasken und geh einfach nur sterben. Ja, Postbotenmütze. Und die Hawaii-Maske hast du ja auch schon bekommen. So, haben wir den zweiten Quatsch geschafft. Das heißt, es fehlen uns nur noch zwei asoziale Penner. Und ja.
Oh, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Ich habe irgendwann. Oh Gott, meine Scheibe. Oh, okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.